Daniel, let's go. Viel Spaß mit der nächsten Reaction, Freunde. Und Champion Nummer 2 hier. Ich glaube, wenn ich 110 auf 5er drücke, so, dann bin ich schon zufrieden so im Topset at 7. Wir können dann Muskel wachsen. Widert mich schon ein bisschen an, muss ich sagen. Ja. Widert mich schon ein bisschen an. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich habe mich gestern Daniel mir geschrieben und mir noch einen Screenshot gezeigt, dass er immer noch, er meint, ich wechsle so oft den Friseur, ich gebe mir so viel Mühe und der wird konstant gefickt wegen seinem Übergang. Wir haben den auseinandergenommen, der arme Junge, Alter. Der tut mir, der hat sich abgefuckt, wie damals Johannes, dass man über Johannes erzählt hat, dass der gestunken hat. Wobei das ja hier eine andere Sache ist, weil das basiert ja auf wahren Begebenheiten. Sein Übergang ist wirklich oftmals Schrott. Mein Name ist Dani Kubik, habe ich schon lange übrigens nicht mehr gesagt. Ne? Ja, stimmt. Ja. Und wir sind hier bei einem neuen Video und zwar nicht zu Hause im Home Gym, sondern wir sind heute nochmal unterwegs. Wir besuchen den lieben Tim Budesheim. Also lange ist... Danke dir für 100 Bits, mein Lieber. Bisher, das letzte Mal habe ich Tim gesehen, da war er noch auf Prep. Und vorher waren wir auch schon mal hier, da war ich noch auf Prep. Da hat er so einen kleinen Formcheck bei mir gemacht, der bei euch super angekommen ist. Und demnach haben wir uns gedacht, komm, wir machen hier heute nochmal ein kleines Video. Aber wir sind nicht alleine, es kommt auch noch ein Überraschungsgast. Wahrscheinlich habt ihr es aus dem Thumbnail schon entnehmen können. Aber Patrick Teutsch wird heute auch kurz vor seinem letzten Wettkampf hier zu Gast sein. Dementsprechend, Patrick hat noch 6 Tage, hab die Form lange, lange im Training nicht mehr live gesehen, denn auch mit Patrick hatten wir jetzt lange keinen Kontakt mehr, leider Gottes. Aber heute haben wir uns zusammengetan, Mitte in Deutschland, und werden heute mal eine kleine Einheit schieben. Für mich steht ein bisschen Push auf dem Programm, die Jungs machen Pull, aber wird auf jeden Fall einige coole Trainings. Lukas, guten Abend. Einen Blick gegeben. So, das Erste, was wir natürlich machen müssen, Leute, bevor wir jetzt reingehen und gleich so viel Tumult ist, wird sich erstmal ein schöner Pump-Booster angemischt. Eben noch, mach mal Kofferraummische. Kofferraummische. Auf dem Kofferraum drauf, nicht im Kofferraum drin, genau. Weil das letzte Mal ist das nicht gut gegangen. Ne? Das letzte Mal ist nicht gut gegangen und ich sag mal, gewaschen werden muss das Auto sowieso. Und zwar habe ich hier meinen ganzen Stuff wieder dabei. Einerseits einen wunderbaren Evo-Shaker, könnt ihr erwerben im Evo-Shop. Mashallah. Erwerben. Erwerben, ja. Erwerben. Dann darf natürlich nicht fehlen. Evo Kreatin, meine Freunde. Und zwar gibt es von dem Kreatin immer 10 Gramm. Und zwar gibt es hier auch noch 2 Kapseln. Aber ich muss sagen, damit warte ich noch, bis ich das Ganze raushole. Ich mische mir den jetzt auch nur vor. Weil ich weiß schon, wie es geht. Immer wenn man sich trifft, lange nicht gesehen hat, wird erstmal richtig enorm viel gelabert. So. Und Daniel redet sowieso viel und gerne. Ja? Wenn man den Daniel kennt, dann ist das so richtig, richtig Gagame. So, ein Löffel. Und da wir ja in dem letzten Video euch das Ganze... Evo Quaft wunderbar abgewogen haben, das war jetzt keine 2 gehäufte, ja, weiß ich auch direkt, was 25 Gramm sind. Viele haben mich auch im Übrigen gefragt, so Daniel, Pump Booster, nimmst du den auch vom Beintraining? Hindert dich das nicht? Ich nicht. Ich hasse Pump Booster beim Beintraining, wie die Pest. Beintraining und tatsächlich habe ich auch des Öfteren schon mal drüber nachgedacht, wie sinnig das eigentlich ist, einen Pump Booster vorm Beintraining zu nehmen, weil irgendwann fühlt man sich wirklich nur, als hätte man eine Lähmung in den Beinen, weil die einfach... Ne, Brokkoli first. Nein, ich bewahre mir alle Videos für den Stream auf. Ich gucke privat in meiner Freizeit gar kein Fitness-YouTube. Null. So anschwillen, aber, meine Freunde, der Pump Booster ist ja nicht nur da für den Pump, sondern eben auch mit den Wirkstoffen wie beispielsweise dem Citrullin oder auch dem Kreatin, was ich mir jetzt auch immer reinmache, in gewissermaßen auch um die Regeneration zu verbessern. Und dementsprechend kann ich euch halt eben schon mit als Tipp geben, dass man da vielleicht drüber stehen sollte und das Ganze mitnehmen sollte. Und ein kleiner weiterer Tipp, was heißt Tipp, sondern eine Strategie irgendwo, wenn ihr Probleme habt, eine bestimmte Muskelgruppe anzusteuern, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Aber der Pump Booster wird euch ja auch helfen, die Mind-Muscle-Connection irgendwo zu fördern und auch schneller warm zu werden in dem Satz, weil ihr ein besseres Gespür direkt reinbekommt. Und dementsprechend kann ich euch auch empfehlen, tatsächlich im Beintraining den Pump Booster zu nehmen. Ein Geräusch auf Ehre. Beste am Tag. Wow. Wir haben heute ein Push-Training und zwar das Push-Training Nummer 5. Mal gucken, was wir hier machen können. Und zwar habe ich heute das erste Mal seit, es könnte ein Jahr... Wie Push-Training Nummer 5? Hat der fünf verschiedene Push-Varianten oder wie? Ja, jetzt sein, Bankdrücken drin. Oder aber haben wir schon einmal zusammen Bankdrücken mit Langdrücken? Ja, haben wir gemacht, aber das ist... Lange her, warte ne? mal. War das noch letztes Jahr oder war das schon dieses Jahr? Also auf jeden Fall fast guten Jahr her. Jedes Mal, wenn Bankdrücken, Squats...
Kreuzheben in irgendeiner Form mit der Langhantel noch mal reinkommen. Es ist immer ein kleiner Schmerz, weil das erste Mal, wenn ich die Übung ausführe, bin ich immer urschwach. Ja, und auch das zweite. Kann ich voll verstehen. Ist bei mir auch so. Wenn ich lange kein freies Bankdrücken mache, bin ich erst so bei der dritten, vierten Einheit wieder da, wo ich sein sollte. Ja, es dauert immer. Ich muss mich erst wieder so reinfinden in die Übung. Das dritte Mal und dann wird es so langsam besser, wenn man halt... Daniel kriegt, hat nicht so einen scheiß Übergang, der kriegt langsam graue Haare, fällt mir gerade ein hier. Der kriegt langsam graue Haare an den Seiten. Eben neuronal einfach... Daniel wird alt! Nochmal sich die Bewegung so ein bisschen beigebracht hat. Was drücke ich heute? 4 bis 6 Wiederholungen in... Der hat so viele Push-Einheiten, dass er ein Jahr warten muss, bis er Bankdrücken macht. Scheiße! Topset und 6 bis 9 im Backoff. 120? Never! Echt jetzt? Nee. Meinst du nicht? Nee. Also ich glaube, wenn ich 110 auf 5er drücke, so, dann bin ich schon zufrieden so im Topset at 7. Ja. 110 drücke ich fast 50 Mal. Patrick, was ist los mit dir, Digga? Also 4 bis 6, hast du ja gesagt, machst du 4. Patrick, sag ich schon, Daniel. 120 hast du? Ich habe noch Muskelkater an der Brust, ne? Ja, das zählt nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall gibt es dann als nächste Übung eine Single-Arm-Overhead-Press. Habe ich das erste Mal bei mir im Gym mit Tim auch gemacht gehabt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er eine Schulterpresse hat, die man unilateral gut ausführen kann. Ich glaube nicht, aber wenn nicht, mache ich wahrscheinlich einen Dump. Uninatural. Variante oder sowas. Dann haben wir eine 30-Grad-Schrägbank-Incline-Dumbbell-Press. Guck mal, Onkel Jacek macht auf Tiski und dauerhaft Döner 140, no joke. Und Daniel ist froh, wenn er die 110 drückt. Nicht auf dem Telefon, sondern auf der Bank. Und er trackt sogar seine Atemzüge, Freunde. Denk dran. Was hast du denn, Alter, für Zuckungen da unten? Lass den Teppich in Ruhe, Junge. Der ist da zum Liegen, nicht zum Kauen. Also letzten Endes einfach nur Schrägbank drücken mit einer 30 Grad Rückenlehneneinstellung. Dann gibt es eine Machine Lateral Rise. Bin gespannt, ob er hier eine Maschine hat. Ich glaube aber, der hat die von Gym 80. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Dann gibt es noch Behind the Back Cable Lateral Rise. Auch Behind the Back Cable Lateral Rise. Ziemlich kennt man. Stimulativ. Eine Übung noch für Trizep, eine Übung noch für Bizep, weil ich die gestern mit einer Bauchübung getauscht habe, weil ich schon Muskelkater hatte. Und dann bin ich auch schon durch. Wird eine lange Einheit wahrscheinlich. Hört sich jetzt kurz an, aber ich trödel ja eh immer so lang rum. Oh. 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 Puls wundert sich, warum ihm so warm ist. Hockt da mit Pullover und hat sich ungefähr auf der Fahrt schon 3.000 bis 4.000 Kilokalorien reingezogen, weißt du? Digga, ist hier auch so warm. Während du wie viel gegessen hast? Gar nichts, ne? Gar nichts. Da ist er. Paddy Teutsch. Ganz abgefuckt kommt der angedüst im BMW. Hat noch unseren schönsten Fleischermeister am Telefon. Oh, perfekt. Ja. Hat nämlich heute Geburtstag. Echt? Die Szenen kommen mir alle bekannt vor aus dem Patrick Deutsch Video mit Budesheim. Ja, okay. Grüß dich. Und Champion. Gut. Und Champion Nummer 2 hier. Grüß. Hat doch die Farbe an Pfoten. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the game, we taking shots. Ich hab halt so neue Schuhe, so wenn ich mir neue Tanke. Ich hab Alex. Preis. Endlich hat der vernünftige Schuhe, der hat ja mit diesen Kegelschuhen die ganze Zeit trainiert. Das Geld gewonnen. Immer noch mal was, aber ist schon und das habe ich jetzt mal direkt investiert, ja. Ja, es nervt mich schon. Ein neues Schuhwerk. Guckt euch den Roland Schulock an zu seiner besten Zeit, Digga. Im Pulli, Patrick Kubik wie Tischtennisspieler, ne? Jetzt Zeit zu zünden, hab ich gehört. Hast du das gehört? Hab ich schon gehört, ja. Wer hat das gesagt? Ich. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, komm, wir gehen mal gucken, was der Tim so für Grippe hat. Vielleicht finden wir noch was. Sollen wir nochmal rübergehen? Ja, auf jeden Fall. Die Prime Grips hat Freddy mir schon ewig gesagt, die soll ich mir unbedingt bestellen. Habe ich tatsächlich immer noch nicht gemacht. Wird aber auf jeden Fall mal Zeit. Ansonsten sind wir ja auch immer so ein bisschen auf der Suche. Die sind sehr, sehr nice, diese orangenen Dinger. Rotten? Na. Einfach Karotten. Was ist denn mit dem Daniel los heute, Mann? Ist er ja Clown verschluckt, oder was? Ja, Digga, das sieht aus wie eine Karotte, Alter. Ja, okay. Suchen nach Karotten. Nee, nach Equipment, irgendwas. Guck mal, da, zwei, da, wenn das eine Karotte war, dann sind da zwei Hodensäcke da oben. Das ist cool, ich glaube auch einfach so eine Kette aus, weil uns der Kabel hoch genug.
Ne? Aber hier auf jeden Fall das erste Mal gemacht bei Tim. Ah, ja, kann ich dick empfehlen. Gibt's bei ihm einen Online-Shop. Also kleine Werbung in seinem Sinne, aber ganz, ganz brutal. Bei minus 900 Grad. Sehr, sehr geil, Alter, diese Maschine, Mann. Habe ich ja bereits in der Reaction erwähnt. Würde ich echt gerne mal machen, Alter. Da trainiert Tim einfach in Socken. Ich glaube, du trainierst immer in Socken, ne? Also ja, das ist so, das ist mein Boot. Ja! Wohnzimmer hier, weißt du, hier fühle ich mich wohl. Und, du läufst ja auch nicht mit Schuhen durchs Wohnzimmer, oder? Ich habe im Sommer immer Schlappen an. Normalerweise trage ich immer kurz. Ich bin auch Schlappentrainierer, Digga. Mit Badelatschen immer. Im Sommer. Immer. So rosig. Ja. Egal wie kalt, aber. Außer in der Prep. Das war richtig schön Oldschool-Style. Außer in der Prep, ja. Ich habe mich mit den Dingen hier, Puls war der Initiator, der hat mir als erstes eine von den Hosen geschickt und seitdem totaler Fan. Stimmt, bei Rami mit Steve. Ich erinnere mich. Tatsache. Ich trainiere immer in Stahlkappenschuhe. Bolde Boris. Junge, jedes Mal, wenn ich den Namen lesen muss, fange ich an zu lachen, Digga. Das ist so nice. Brudi, lass den Teppich in Ruhe da unten. Überall auf jeder Bank so seine eigenen Initialen. Wir würden das machen mit dem The Age of Iron Logo. Das würde richtig sick aussehen. Dann noch in der Farbe, wie Seth im Evo Gym stehen hat. Ja, das wäre richtig sick. Krass, ja. Das wäre richtig sick, Freunde. Wenn der Kameramann dir hilft, zu stacken, Alter. Wie der Prep, beim Profis, die machen auch immer so, die haben einen mit zu filmen, zwei zum Gewichte schleppen und einer, der anfeuert. Die sind echt tatsächlich teilweise mit vier Leuten dann, ne? Das ist komplett krass. Boah, schafft er jetzt mal hier die 110 oder nicht? Boah, er sieht echt schwach aus, der Junge. Er könnte mal, glaube ich, eine ordentliche Mahlzeit vertragen. Mann. Ist ja schon am Zittern. Kriegst nicht raus? Ich bin zu klein. Bist nicht zu klein, du bist zu schwach. Gerade die 120 probiert. Problem hier, Kevin muss mich spotten und kann halt dahingehend nicht filmen. Ich kam nämlich nicht hier von der Stange raus. Ja, also die Halterung ist bei mir einfach ein Ticken zu hoch. Wer den Zentimeter... Guck mal, die Jungs, die keine Kraft haben, die suchen dann immer irgendwelche Ausreden, ne? Ja, Nudeln und Haferflocken hat uns Heiko schon immer gesagt. Plus ein schön 1000 Milligramm Frontload, dann passt das schon. Tiefer, dann könnte ich das nämlich rausracken, aber so kann ich nicht so breit greifen. Alles faule Ausreden. Ja. Wie ich greifen muss und gleichzeitig die Übung ausführen. Aber ich habe gesehen, ich habe gerade ein Stativ gefunden, Bro. Cool. Was für eine Ausführung, Digga. Brozeps-Ausführung. Sehr, sehr gut. Kontrollierter geht es nicht. Aber so spürt man wenigstens auch die Brust beim Bankdrücken. Weil wenn du einfach so von A nach B drückst, dann spürst du gar nichts in der Brust. Seine Puddings sind Quatsch. Ja, Mann. Brozep macht gleich eine Studie zum Rausheben für den perfekten Winkel. FIFA-Power, heute schon Omega-3 gegessen. Oh, oh, da ist fast missglückt. Jawohl, ein noch, komm, ein noch. Hallo, come on. Yes. Jawohl. Wir haben jetzt ein bisschen rotieren müssen und zwar haben wir jetzt erstmal Bankdrücken gemacht, stand ja regulär auf dem Plan. Dann, wie ich schon vermutet habe, die unilaterale Schulterpresse ist hier nicht zur Verfügung gewesen, deswegen habe ich seit langem mal wieder so eine Standing Press eingebaut. War tatsächlich auch ganz gut, da habe ich aber auch nochmal so das Defizit zwischen links und rechts ganz, ganz stark gemerkt. Also die linke Schulter, die wollte einfach gar nicht, ist aber auch
immer die, die so leicht auch in der Protraktionsstellung schon ist vom Schultergürtel, also so leicht nach vorne eingerollt. Deswegen mit der rechten komme ich da einfach besser in die Drückbewegung. Und jetzt machen wir hier statt einem 30 Grad Incline Dumbbell Press, machen wir jetzt hier diese Maschine. Tim hat mir die empfohlen, ich lasse mir die wahrscheinlich gleich auch nochmal genauer erklären. Ja, im Hintergrund hörst du Tim, ja! Zwei Varianten, einmal im pronierten Griff, einmal im neutralen Griff. Aber ich muss sagen, mir gefällt der neutrale Griff tatsächlich gerade so ein bisschen besser. Ja, super! Dann nehmen wir den jetzt erstmal. Ja! Geil, Alter, wie Tim ihn anfeuert, unnormal. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Der Daniel sucht halt gerne Ausreden, ne? Super! Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Maschine geil ist irgendwie. Keine Ahnung. Also Tim hat mir jetzt doch empfohlen, pronier zu greifen. 15 Kilo drauf ist schon wieder schwer, ne? Müsst ihr jetzt durchgehen, das ist in der Einheit ein bisschen Unterschied. 12 bis 14 müssten es ungefähr sein. 12 bis 14 Einheiten als IFBB Pro können schon knallen. Ja. Ich würde aber aufteilen auf morgens früh nüchtern, nach dem Training und dann vorm Schlafen gehen, Patrick, wenn du schon vorhast, Wachs zu ballern. Müsst jetzt. Da hat sich Patrick selbst gefickt in dem Video. Haben die kurz, da dachte Kamera wäre aus. Da dachte Patrick, Kamera ist aus. Und redet hier offen mit Tim über die nächste Wachsdosierung. Ja. Wetten wir, der redet gleich so, als ob das Training wäre, wenn er merkt, dass die Kamera an ist. Das ist in der Einheit ein bisschen Unterschied. 12 bis 14 müssten es ungefähr sein. Boah, 6. Ja, und Daniel Kubik knallt 6 Einheiten. Du hast sowieso immer viel, viel weniger Volumen. Bei ihm denke ich immer, wie kann der nur so aussehen beim Training? Mach zwei Sätze Arme und die wachsen immer noch, weißt du? Ja. Das ist eine Arme geworden, ne? Wahnsinn. Nee, nicht die Woche, auf 9 Tage. Ich frage mich, wie kann. Auf 9 Tage initiiert der, okay. Interessant. Und wie kann da ein Muskel wachsen? Widert mich schon. Ja, wie kann alle 9 Tage, wenn du Testo initiierst, wie kann denn dein Muskel wachsen, Digga? Verstehe ich nicht. Schon ein bisschen an, muss ich sagen. Ja. Widert mich schon ein bisschen an. Aber massiv ist er geworden, ne? Der Chubik. Theoretisch könnte ich jetzt Trizeps schon im Supersatz machen. Oder halt Bizeps schon mal im Supersatz machen. Weil hier brauche ich eh mal so ein bisschen Pause. Da kann man schon mal so ein bisschen uns reingrooven, bevor wir nachher auf jeden Fall den Platz weggenommen bekommen. Jungs, Kleine, auf jeden Fall hier eine sehr, sehr stabile Pull-Einheit durch. Das ein oder andere Geräusch entweicht hier doch schon mal. Aber auch sehr geil hier, glaube ich, Pull zu trainieren. Onkel Jacek, halt dich an dein Intervall, mein Lieber. Man hat wirklich extrem viele gute Rückenmaschinen. Ich glaube, lässt sich auch noch deutlich besser trainieren als Push. Ich denke, es ist halt auch so ein bisschen auf seine Schwachstellen ausgelegt. Und ich denke, Rücken ist halt eben da noch der Körperteil, sage ich mal, wo am meisten noch rauszuholen ist. Und dementsprechend hier auf jeden Fall sehr, sehr gut gewähltes Equipment am Start. Aber ich finde, Daniel hat jetzt nach der Prep eine stabile Off-Season-Form. Vor der Prep sah der aus wie ein Busfahrer, aber jetzt sieht es geil aus für eine Off-Season. Der ist immer schön rund und noch schön muskulös. Also man sieht die Muskeln schön, die Rundungen, Teilungen leicht. Finde ich geil. Die ganz neue Variante von Behind the Back Laterals. Diesmal Kevin am Erklären der Maschine. Spaß, ich kann ja nicht erklären, aber man sieht ja relativ gut, wie die funktioniert. Und er zerstört sich hier. Und hier wird im Supersatz was gemacht? Katana Extension unilateral. Da macht er auch die Katana Extension uninatural. So wie der Chai Gedanius. Und zwar nutze ich hier am liebsten die Cuff, also so diese Fußschlaufen, aber binde mir die nicht um den Arm oder am Handgelenk, sondern ich greife damit rein und greife dann beziehungsweise für die Übung mit der Handkante aus. Ziemlich coole Sache. Then I hit him to the sky.
tirade. Talking to the crib in the face, be still, let that hate stuff fade. We all want the same, we all want a meal. Freunde, ich sag's euch, wir sehen diesen Kollegen bald auf der Mr. Olympia Bühne im Dezember. Wenn's, ich ahne Böses, Freunde, wenn das Orakel spricht. Junge, der sieht mehr nach Stoff aus als ein Stoffer. Der sieht mehr nach Stoff aus als ein Stoffer. Wie geht das? Tim sieht natural aus gegen den. Der sieht neben den aus, als ob der noch nie eine Hand angefasst hätte. Der arme Digga. Martin Hahn verlässt den Chat. Die WM. Auf einmal war halt die WM 6 Wochen hin. Ja. So, das war komplett. Das ist ekelhaft. Das war komplett irre. Ciao. Ciao. Habt ihr Probleme dann so mit, dass ihr auch mal so Heißhunger oder so einen Scheiß habt? Ja, aber nicht so, dass ihr mal so eine Fressattacke oder sowas kriegt. Gar nicht. Also neben mir kann Burger gefressen werden und sonst was. Bockt mich überhaupt nicht. Das juckt den doch gar nicht, ja. Lief ganz okay, denke ich mal, ne? Dennis James gewonnen, Gesamtsieg pro Card, ja. Lief ganz okay, denke ich mal. Fliegen jetzt nach Rumänien und lief ganz okay, denke ich mal. Und wir sehen uns im Dezember auf der Mr. Olympia Bühne. Solange ich das Ziel habe, jetzt so, also, interessiert mich überhaupt nicht. Hab ich aber ehrlich gesagt auch noch. Ja. Ist halt irgendwann einfach träge. So, ich finde diese Lethargie, die nervt halt. Ja. So, wenn du so ins Training gehst so, und einfach halt nicht mehr so das Training liebst, wie du es eigentlich ja. So liebst. So, das ist so schlimm, weil so abwenden. Ich war im First Callout neben Chris Bumstead und Urs. Ich denke, das lief jetzt ganz okay, denke ich mal. Wenn das so anstrengend ist, weil dir das mehr Kraft gibt, als es eigentlich zielt. So, ne? Oder wenn du tatsächlich mal keinen Bock auf Training hast. Ja. Oder? Wo ich sagen muss, ist es eigentlich bei mir nur in der Pipik so. So. Die restliche Zeit habe ich eigentlich schon Bock. So, aber in der Pipik wird es irgendwann so eklig von der Diät-Symptomatik her. Mit dem Brennen und allem Möglichen und nochmal mehr ausgezehrt. So. Und da kommst du auch irgendwann nicht mehr so richtig rein. Vom Muskelfeeling her und die Kraft ist halt. Ich schwöre, das ist eine richtige Savannen-Dokumentationsmusik von der Savanne. Auch Kernshot. Das ist so das, wo es mich abfuckt. Aber die, ansonsten muss ich sagen, jetzt auch so: Training war immer geil. Letzter Satz, das war's. Ich hoffe, euch hat das kleine Video und die Einblicke aus der Eisenhöhle gefallen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit essen in die Fleischerei Schäfer. Und wenn ihr das ganze Unterfangen auch ein bisschen supporten wolltet, könnt ihr auch. Hoffentlich sieht man jetzt gleich schon den leckeren Burger. Natürlich die Fleischerei mit meinem Code unterstützen, nicht mit dem Code unterstützen. Daniel KWK, um letzten Endes 10% dort zu sparen. Und ich kann es wirklich empfehlen, du auch. Ja, so ich freue mich unnormal total. Jetzt auf das Essen. Wenn der Akku reicht, filmen wir vielleicht sogar noch, was es gibt. Ich will endlich diese verdammten Tatarbeißer probieren, Mann. Die haben mich hier geinfluenced. Ja, jetzt, wo ich normal die Vacuum Patties essen könnte, ne? Ich stehe drin. Irgendwas läuft hier schief. Da musst du nicht. Savannentour, Bruder, Safari-Tour, ja, Mann, ich schwör's dir. Und da kommt's richtig. Ich geh mal jetzt kurz auf die Nüsse, mein Freund. Ja. Burger-Tasting. Was sagst du dazu? 19.11. Ja, das war schon. Nee, 19.11. Ach, das kommt erst noch. Das ist das erste Burger-Tasting, aber zum zweiten Burger-Tasting habe ich gehört, sind wir eventuell wieder hier, ne? Burgerei waren wir ja sowieso noch nicht. Patrick und ich wurden eingeladen, so, da wird mal seine Einleitung der Offseason zelebriert. Darauf habe ich auf jeden Fall schon Bock, ja. Also. Oh, will ganz lecker sein. Aber wenn ich da nur denke, dann. Ja, es sneakt er sich auf jeden Fall rein. Ist, dass Patrick heute hier auch den Formcheck macht. So, ne? Weil, wenn wir schon Burger essen, so. Sag mal, wie kalt war die eigentlich damals, egal, als du das gemacht komplett. Hast? Da hat er dann den Formcheck gemacht, ne, mit Tim Budesheim. Das war eine ganz wilde Kombi. Tim Budesheim, war nicht noch Heiko Kalbach und Churlock? Richtig, die drei oder wer war da noch? Auf jeden Fall war das eine ganz wilde Kombination, vor denen der gepostet hat. Bruder, schmeckt der Teppich? Du sollst keinen Teppich essen da unten. Geisteskrankheit. Aber ich glaube, in der Eisenhöhle war es jetzt nicht wärmer, oder? Nee.
Digga. Perfekt, da geht's nicht, ja? Ich glaube, ich gehe morgen Steak essen. Wir haben uns jetzt noch ein kleines Meal gegönnt, ihr habt es gesehen, und in diesem Sinne würde ich auch sagen, sind wir für heute raus, schon wieder spät, fahren jetzt noch 2,5 Stunden nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr Videos mit Tim, mit Patrick haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, und ansonsten dürft ihr natürlich gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren, die Glocke für die Benachrichtigung aktivieren, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das war's mit Daniel Kubik. Stabiles Video auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Da gibt es erstmal einen Daumen hoch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Adios.